Was sagen wir dazu, Leute? Randy hat einfach seinen eigenen Teppich. Hey, wow, hey, geil ist das bitte. Ich liebe dieses Teil. Kuss geht raus an Rocks by Zay. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen zu einer Billardrunde. Im heutigen Video werden wir den wahrscheinlich neuesten Burger in Wien wahrscheinlich testen. So crazy, bisschen Käse, bisschen dies, bisschen Spielerei, der Nusret in Wien. Und jetzt werden wir erstmal darum spielen, wer diesen Burger bezahlt. Viel Spaß in diesem Video. Ich war gestern auch Billard spielen, einer netten Dame. Randy hatte ein Date. Das heißt, ich bin im Vorteil. Alan wird heute verlieren. Ich weiß nicht warum. Ich gehe immer voll aufs Ganze. Auch bei meinen Dates. Spaß. Aber ich nehme immer die halben. Was ist da los? Wo wolltest du die reinmachen? Da, oder? Gestern, ich schwöre, ich mach so übelst den komplizierten Shot. Diese Kugel geht so tak, 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 irgendwo und dann rein. Ich so, natürlich wollte ich das, natürlich. Also musst du ein bisschen Pluspunkte sammeln. Okay, jetzt wäre auch zu schön gewesen. Bruder, das sind richtige dirty Kugeln, Alter. Für alle Leute, die es interessiert, gestern, als ich mit meinem lieben Date auf jeden Fall Billard spielen war, natürlich habe ich auch gewonnen, ja, natürlich. Eine Stunde später. Wir haben ein Problem, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich habe mir die schwarze jetzt so oft hin und her gespielt. Die hätte da rein müssen und die liegt jetzt so knapp hier. Ah, fuck, Alter. Nicht mal getroffen. Oh mein Gott. Ey, ich schwöre es. Nein! Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ich lege euch das nahe. Macht mal solche normalen Sachen wieder. Nicht immer nur zocken vor der Konsole oder irgendwie so langweiliges Zeug. Man kann auch mal wirklich rausgehen, irgendwas machen. Sei ehrlich, hat Spaß gemacht. Sehr, sehr. Kann man machen, gell? Ja. Für alle Leute, die sich noch erinnern können, als ich mit den zwei Jungs draußen in Schwächert bei der Burgerzauberei war, haben die mir einen Burger gezeigt auf dem Handy. Der hat extrem großen Hype. Und zwar war das Hotline 5. Und den werden wir heute testen gehen. Das ist, glaube ich, der neueste Burger in Wien. Und der hat noch nicht allzu lange offen. Wenn mich nicht alles täuscht, werden wir aber alles vor Ort fragen. Und die machen halt so crazy Kreation mit übelst cheesy und keine Ahnung und Show und vielleicht auch zu viel. Am Ende des Tages ist der Burger gut oder ist er nicht gut. Wir werden es heute rausfinden. Das ist so Nostalgie, oder? Kindheit. Kennt ihr die Teile noch? Ja. Wir dürfen keine Grimasse ziehen. Der ist schon böse sauer. Der ist schon wirklich sauer. Up in the morning, you got dresses in your closet, but you grab them tight, you in love with being mine. So, Freunde, herzlich willkommen. 5. Bezirk, Hotline 5. Ach so, deswegen die 5, oder? Ach so. God damn. Laden sieht cool aus. Die sind auf jeden Fall so richtige Showmaker. Wenn man auf die Instagram-Seite geht, das ist crazy. 11,1000 Abonnenten. Ich muss ehrlich sagen, okay, der Burger sieht jetzt nicht so geil aus, aber ich finde, der hier sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Wenn dieser Burger so schmeckt, wie er aussieht, könnte heute der Tag kommen, dass wir vielleicht eine neue Nummer 1 und den besten Burger in Wien haben. What you gonna do when they come for you? Boah, was ist das für eine Wohnung, Alter, da oben, mit diesem Glas. Boah, wenn das eine Wohnung ist, komplett vorbei. Dann müsst ihr auf jeden Fall ein Like und ein Abo dalassen, dass Randy bald in dieser... Wow! Mit Palmen oben, die gestorben sind, aber egal. Der macht übelst viele verrückte Kreationen. Ja, ja, also ja, ja. Diese Burger, ja, ich sag euch ehrlich. Die hauen da Bacon drauf und Mushrooms. Weiß ich nicht. Hotline 5. Grüße. Hi. Ich weiß nicht, was würdest du empfehlen? Was sollten wir essen? Was ist euer Bester und sowas? Hotline 5 ist Beste. Cheddar, heiße Cheddar, Oliven, Mozzarella Sticks, dann Barbecue Sauce. Ja, dann schauen wir jetzt, wir nehmen mal jetzt einen Platz und dann schauen wir erstmal, ja, was wir alles bestellen. Bitte schön. Danke. Was ist das hier, Alter? Wächst mir hier ein zweiter Kopf oder was? Also es gibt auf jeden Fall 10 verschiedene Burger. Sehr, sehr ausgefallene Kreationen, was eigentlich nicht schlecht ist, wenn die gut sind. Was aber sehr, sehr wichtig ist, wir werden heute auf jeden Fall einen Cheeseburger testen, weil dann wissen wir, ob die gut Burger machen können. Die haben eigene Limonaden, Biere, also man findet eigentlich alles hier. Ich glaube, man wird sehr, sehr glücklich hier. Ich muss auch sagen, der Laden sieht eigentlich schon ziemlich cool aus. So klein, cool, schlicht. Modern. Sagen wir es mal sehen, woran stehe ich aber. Die sehen cool aus, sehr gut. Das sind eigentlich die Blumenvasen. Die ist krass. Echt? Ich habe gerade noch eine coole Sprachnachricht bekommen, weil ich bin immer noch in Kontakt mit Ennis. Grüße gehen raus, mein Bro. Ich habe ihm gesagt, er soll auch kommen, aber er war schon einmal hier, hat diesen Burger genommen mit Käse überbacken und hat halt gemeint, dass der Burger eh ganz gut ist, aber es ist halt unmöglich zu essen mit dieser Käsesoße. Und deswegen habe ich das nicht genommen, weil du musst den Burger dann mit Messer und Gabel essen. Und ich werde diesen Burger nicht mit Messer und Gabel essen, nicht heute. Ja, einfach. Dankeschön.
den Chicken. Danke. Mit den Cheese, ja. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, beim Chicken Burger, ich denke mal auf jeden Fall, das ist ein fertiges Chicken Patty, so, das sieht man. Genau, das ist ein TK, was aber nicht schlimm ist, ja, das ist mir auch egal. Hauptsache das Beef ist krass und auch gewisse TK-Waren können sehr, sehr krass sein. TK-Pommes, diese dünnen, sind eine der krassesten, zum Beispiel. Beim Beef sieht auf jeden Fall gut geroastet aus. Ich mache mal dieses Messer hier raus. Dann das Brot ist schon sehr, 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 sehr weich. Dann es klebt schön zusammen mit dieser Cheddar-Sauce oder mit Nähr, das ist schon schön reingeschmolzen. Gute Kruste. Was wir im Anschluss machen werden, Leute, ist, wir werden auch noch einen Burger bestellen, wo richtig übertrieben mit Käse, mit Schlägerei, mit oben, unten, rechts, links, weil heute ist heute und morgen ist morgen. Und hier finden wir auf jeden Fall raus, wie gut die Burger sind. Das ist schon sehr, sehr weich. Ah, ich habe sogar gedacht, dass das zwei Patties irgendwie sind. Schon juicy, schön heiß. Dieser Käse kommt halt sehr, sehr stark durch, bevor wir mal weiterreden. Pommes muss man nicht immer als erstes machen, aber man muss es machen. Salt it up. Bisschen salty things. Wenn die ein bisschen gesalzen sind, dann sind die Hammer. Punktgar. Aha. Da ist noch so eine Mayo wahrscheinlich. Ah, nee. Weißt du, wie das schon aussieht? Was Knoblauch. 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 Ah, gut. Patty oder dieses Chicken-Ding sieht ein bisschen aus wie von diesem Burger King. Crispy Chicken. Crispy Chicken. Burger King. Und das ist ziemlich geil. Deswegen, wenn es schön crispy ist und so, und dann ist es geil. Dann kannst du gut kommen. Knoblauch passt perfekt dazu. Das ist gut auf der Burger. Sehr crispy. Dieses Crispy Chicken-Teil sieht mir zu rund aus, zu perfekt, yeah, okay? Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der sehr, sehr gut ist. Ich muss den jetzt probieren. Das ist genau dieses Burger King. Chicken, ja, ist genau das. Ja. Er ist lecker, ja. Ich glaube, die rasten ein bisschen aus mit diesem Käse. Dieser Käse ist lecker, aber zu viel von diesem Käse ist auch nicht geil. Ich muss sagen, Brot ist wieder bei dem auch stark. Also der Beef Burger, muss ich sagen, ich finde die Zusammenstellung, die Größe, auch das Fleisch. Das Fleisch finde ich eigentlich ziemlich nice. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen aufregt, ist, ich finde, der Käse kommt zu heavy. Es ist ein Cheeseburger, ich weiß, aber dieser Käse übernimmt alles. Die Kruste von dem Fleisch ist halt wirklich... Boah. Die ist krass. Es ist auch nicht salzig genug. Auch durch das, dass wenn du den Käse isst, merkst du das nicht mehr. Aber das Fleisch hat wenig Power. Probier. Ich muss auch dazu sagen, für das, dass das nur ein Patty ist, ja, ist schon sehr dick. Ja, deswegen, ja, hast du wahrscheinlich auch am Anfang gedacht, dass es zwei sind. Ja, ja, aber ist geil. Man darf hier keinen Smash erwarten. Aber das Fleisch schmeckt gut. Ich glaube, meine Meinung wäre, wenn sich Smashbox und die hier zusammentun würden und so einen Burger zusammen machen würden, ja, der wäre geisteskrank. Richtige Kinosoße. Boah. Boah, die ist auch schön. Alter, wie die sich bewegt. Oder richtige Kinosoße. Boah, liebe ich aber. Ich werde jetzt kurz einen Cheat-Trick machen und schauen, ob das Sinn macht oder nicht. Aber ich bin mir sicher, das macht Sinn. Du kannst jetzt auch einen Stein in diese Käsesoße dippen, der Stein wird schmecken. Ich finde das eine geile Idee, ich sag dir ehrlich. Ich finde das nicht schlecht. Okay, schau, okay, man kann den Ring selber runternehmen. Ah, noch besser. Geil, das mache ich. Dankeschön. Danke dir. Ich zeige euch das einmal, Leute. Da seht ihr das? Boah. Also das sieht schon wirklich juicy aus, ja. Jetzt werden wir gleich diesen Ring einfach so rausheben und dann läuft der Käse runter. Gar der. Darf ich den hochheben? Ja, sicher. Besser. Schnell? Nicht schnell, sondern mit Gefühl. Langsam ist auch nicht gut, aber... Okay, so in der Mitte, so, vertrau mir, ich krieg das hin. Ja. Wenn nötig, nehm dir drauf. Okay, mach du's. Okay. Ich hab Schiss, dass es jetzt los, nicht geht. Okay. Dankeschön. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Was bleibt für eine Frage? Wie du dieses Ding in die Hand nehmen willst. Das habe ich schon öfter gehört. Wir haben die Handschuhe. Ja, wie Nusret. Ich werde nicht mehr so gablässt. Du hast dich noch gerettet. Dann mach ich dein Auto auf, dann schmeckt dein Auto auch gut. Dann gehe ich zu meiner Haustür, schmeckt die Haustür auch gut. Weißt du, ja, ich meine? Ja. Ich liebe ja diese Handschuhe, ja, da komme ich mir mal vor wie so ein Tätowierer. Dr. Randy macht sich an den Burger. Sieht man die Handschuhe überhaupt? Sieht man. Ach so, jetzt. Jetzt hast du gecheckt, ja? Jetzt können wir so nochmal. Ja, so genau. Bon Appetit. Ich sag dir ehrlich, das schmeckt nicht schlecht. Nein. Da sind drei Onion Rings drin, davon merkt man nicht. Sei ehrlich, wie versaut bin ich? Sehr. Ich bin gerade der Franklin. Ja. Grüße gehen raus. Ansage an Randy Gamble. Du hast in München gelebt. Münchenverbot. Absolute Sauerei. Aber Sauerei, muss ich ehrlich sagen, lieben wir auch irgendwie. Und diese Käsesoße ist eine 10 von 10, die schmeckt so geil.
Ich spür schon. Oder wie schmeckt. So einen Burger bestellt man sich auch für den Fun, so. Das ist Hammer. Übel geil. Ich bin ehrlich, jeder, der sagt, der ist jetzt nicht so übertrieben. Ich find's lustig und ich find's cool. Sollte man mal gemacht haben. Würde ich safe nochmal machen, so. Vielleicht nicht bei einem Date, so, aber. Ah, doch, du musst bei einem Date für sie den bestellen. Sie wird so sitzen, so. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Geh nochmal rein, bitte. Ganz kurzes Fazit, Hotline 5. Ich bin euch ehrlich, der eine Burger ist ein Showburger, hat der Chef auch gemeint. Finde ich aber eine coole Sache. Der normale Cheeseburger, den habe ich ohne Cocktailsoße genommen, habe ich auch gerade zum Chef gesagt. So. Das Fleisch würde für mich einfach mehr gesalzen gehören. So. Fleisch einfach mehr Salz, so auf den ist ein guter Burger, kann man machen. Trotzdem muss ich sagen, ich vergleiche jeden Burger so mit den besten, die ich gegessen habe. Und da ist noch Platz nach oben. In Wien werdet ihr, wenn ihr hierher kommt, auf jeden Fall nicht enttäuscht. Danke an den Chef auch, der hat uns eingeladen, sehr, sehr nett. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Peace. Zu leid, ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Bist du doch mit Nessun Kabel?